Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu meinem bereits verpatzten hier 100 Bibi Challenge. Da ich bisher noch keine Rückmeldung zu meinen gestellten Fragen bekommen habe, werde ich einfach, oh mein Gott, hoffentlich gibt es da noch einen zweiten Teller. Ja, okay. Oh, zum Glück. Ja, wir haben hier bald ein Essensproblem. Und zwar hat die gute Nina Caliente leider nicht gar so viel... okay, warte mal hier, mach das mal weg. Nicht gar so viel malen, bitteschön. Geld auf der Seite, das heißt, sie könnte, glaube ich, jetzt nicht mal großartig Essen kaufen. Das ist halt ein bisschen doof. Und vor allem, es wäre auch toll, wenn wir hier irgendwie eine zweite Staffelei hätten, damit die Kleine hier auch irgendwie was machen kann. Aber ja, haben wir nicht. Wir haben kein Geld für gar nichts. Die Staffelei Kreativitätspunkt. Wunderbar. Ich hoffe, du bekommst dann dadurch auch ein bisschen mehr Kohle. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich hier vielleicht auch einen Roman schreiben könnte. Jetzt könnte ich das nächste Mal vielleicht anfangen, wenn die gute Dame irgendwie... Oh Gott. Eisklotz. Haha, Sportexpertin. Hahaha. wenn die gute Dame irgendwie hier so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ein bisschen Kohle verdienen kann hier. Ach, keine Ahnung, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ich habe den Faden verloren. So, liebe Anita, nein, nicht Anita, Antonia, bitte, 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 räum das Essen weg, damit es ja nicht schlecht wird. Bitte tu mir den Gefallen. Getränke waschen, Hände waschen, du brauchst noch ein bisschen. Du musst dann eh aufs Klo und dann gehst du bitte schlafen. Der andere ist dann eh bald wach, dann können wir hier duschen. Ist sehr gut. Das ist zwar jetzt so ein Staffel... Oh. Oh, oh. Nein, 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 nein. Geh raus. Mach das Bett, bitte. Bitte mach das Bett. Okay. Und danach kannst du von mir aus duschen gehen, weil dann geht nämlich dein lieber Bruder Jens aufs Klo, ins Bett, meine ich. Toll. Und du kannst dann gleich hier... Antonia ist nicht besonders gut in der Schule. Ja, sie schwänzt doch nicht nochmal aufwischen. Hä? Ach so, jetzt dachte ich gerade... Ach so, nee, warte mal, aufwischen mag er ja nicht. So, du hier benutzen. Wie, du kannst das nicht mal reparieren? Alter, was bist denn du für ein fauler Sack? Ja, gut, Reste nehmen. Madame? Oh, die Viecher sind tot. Säubern. Das ist natürlich doof. Säubern. Okay, hier. Mach das mal fertig, weil viel mehr Unkraut können wir ja nicht jäten. Das ist natürlich doof. So, damit wir dich aber hier irgendwie glücklich behalten. WTF. So, wie weit bist du mit Malen noch? Total weit hinten. Es wäre jetzt wirklich wichtig, dass du dieses eine Bild hier fertig bekommst und vor allem, dass es ein bisschen Kohle reinbringt, weil sonst haben wir bald ein Problem. Vor allem hast du jetzt dann ein Problem, weil dein Sohn dir das letzte Teller weggenommen hat. Echt jetzt? Bitte mal weiter. Ich weiß, du hast Hunger, aber bitte mal weiter. Alter, die Challenge. Ich habe die sowas von falsch angefangen. Ich hätte einfach beim dritten Kind hier warten sollen. Oh. Ja, keine Ahnung. Süßigkeiten, Snack, Chips. Irgendwas musst du halt zwischendurch essen. Irgendwas musst du zwischendurch essen. Mir ist auch gerade was für meine Sims 3 Folge eingefallen, was ich dann noch dazu bauen könnte.
Aber das lassen wir mal beiseite. Das lassen wir mal beiseite. So, mein Lieber, du kannst hier jetzt bitte abspülen. Ich weiß. Ja, du sollst das wegräumen, bitte. Freunde, okay, warte mal. Du kannst hier mit deiner Schwester hier, warte mal, vertraut. Du hörst mal auf. Ein Körperpunkt für Benutzung des Sprungseils. Wenn du dann so lieb bist. Oh, warte mal. Also vertraut küssen. Unterhalten, umarmen, küssen, reden, spielen. Ball werfen. Tu mir den Gefallen. So, deinem Magen geht es jetzt eh auch schon wieder ein bisschen besser. Das heißt, genau, wir können hier weitermachen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es hier nicht wirklich weitergehen wird mit Kindern. Also sie wird, glaube ich, kein viertes Kind mehr bekommen, wenn es so weitergeht. Was anderes kann ich dazu gerade gar nicht sagen. Lernen nicht auszurasten. Antonia und Anton, hier, ihr beide spielt jetzt ein bisschen, genau, und geht Spaß und Freunde normalerweise hoch, gell? Ja, genau, Spaß und Freunde, sehr schön, genau. Du malst hier noch ein bisschen weiter. Antonia ist nicht besonders, oh Gott, das hören wir jetzt alle 5 Stunden oder so, wird es mitgeteilt, dass Antonia nicht besonders gut in der Schule ist und man aufpassen soll und so. Komm schon. Und vor allem, wir sollten heute dann schauen, dass ihr ein Date bekommt. Mit wem eigentlich? Mit Gordon König. Nina hat Begeisterung für Kunst und Handarbeit entwickelt. Ah ja, genau. Aber das kann ich mir nicht leisten. Ich meine, ich könnte das hier zerstören. Mir ist gerade noch was anderes eingefallen, eine andere Challenge. Aber die kann man in Sims 3, glaube ich, besser wiedergeben, beziehungsweise Sims 4. Und zwar, der Sim fängt wirklich bei null an. Er hat kein Dach über dem Kopf und nichts. Und macht dann eine Baby-Challenge. Ah, als ob das so nicht schon schwer genug wäre. Wobei meine Baby-Challenge ja eigentlich schon missglückt ist. Aber solange keine Dinge kommen, keine Beschwerden kommen, werde ich das einfach mal so ein bisschen weitermachen. Schau, du hast auch ausgeschlafen. Wunderbar. Schau, du bist schon wieder ein bisschen müde. Du bist total müde. Okay, warte mal. Du wirst jetzt hier mal schnell aufwischen, das Klo benutzen und säubern und dann wirst du hier schlafen gehen. Und du kannst jetzt in der Zwischenzeit hier dich mit ihm ein bisschen beschäftigen. Warte, 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 wo gehst du hin? Spielen, Ball werfen. Genau. So, und du malst hier noch weiter, ganz fröhlich, gell? Ja, komm schon, komm schon. Ich meine, wir müssen sowieso abwarten, bis alle Kids wieder in der Schule waren. Ich muss sehen, ich muss zumindest noch abwarten, bis die alle. Oh, echt jetzt? Dann iss halt noch mal Chips. Antonia ist nicht besonders gut in der Schule. Blub, genau, ich hatte ja auch vorgeschlagen, dass ich Anton und Antonia in der 100 Baby Challenge, auch wenn es irgendwie blöd ist, nicht mit einberechne, weil mir ja bei den beiden das passiert ist, dass sie beide nicht, warte mal, Antonia ist sowieso schlecht aufgewachsen. Also sie hat weder laufen noch sprechen gelernt und Anton hat nur sprechen gelernt, das Laufen leider nicht. Das heißt, es ist bei beiden, das ist irgendwie so ein bisschen missglückt. Erst bei John, Jens ist mir das geglückt, dass ich das den beiden, also dass ich das ihm beibringe zumindest. Was jetzt passiert? Oh, Hantra. Ja, geh schlafen, geh schlafen, geh schlafen, geh schlafen. Hey, wer bist du denn? Clemens. Hallo, Clemens. Wir werden jetzt nicht hier. Warte mal. Aber wir brauchen Geld. Ja. WTF? Kenne ich dich vielleicht schon? Wertschätzen, bewundern, fragen.
nach Date, nach Steiner, was verdienst du? Was ist dein Job? Nach Ängsten, nach Wünschen, WTF, umgarnen. Ich bin Tellerwäscher Level 1. Aha, okay. Meine Angst ist, dass ein Feuer ausbricht. Na gut, das kann bei mir nicht passieren, weil ich gar nicht kochen kann. Weil nichts da ist zum Kochen. Stufe 1 Fähigkeit Logik erreicht. Wow. Flirten, umgarnen. Oh. Sim abchecken. Wie schaut man aus? Oh, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, Fragen nach. Gefällt dir, was du siehst? Oh, das heißt, wir könnten eventuell auch schon nach einem Date fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dem zustimmen wird, ist sehr hoch. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Schau mal hier, was wollen wir denn alles? Oh, er ist Familienmensch. Mit Nina sprechen, Kissenschlacht und mit Nina spielen. Okay, warte mal. Wir plaudern erstmal. Wow, Hilfe, 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 nicht so schnell. Dann wollen wir. Oh, sich in Gordon verlieben. Clemens kitzeln. Okay, warte mal, spielen. Kitzeln. Wir müssen jetzt hier ein traumhaftes Date schnell zusammenbringen. Aha, der Kleine legt sich hin. Ja, gut, okay, der kann sich ja gerne ein bisschen hinlegen. Das macht ja nichts. Spielen, nee. Chatten mit, du wirst jetzt hier einfach mit den Leuten ein bisschen chatten, weil dann wächst du, glaube ich, deinem Bruder nicht auf. Das ist ja, glaube ich, auch sehr viel wert. Kissenschlacht, kitzeln. Kissenschlacht möchte er ja auch haben. Steh bloß mit Nina tanzen. Oh. Was ist jetzt los? Okay, hört mal auf zu reden. Steh bloß. Date beenden. Steh bloß. Spielen. Kissenschlacht. Ist es jetzt noch da? Nina schätzen. Unterhalten, flirten, umgarnen. Okay, so. Kissenschlacht haben wir auch beide. Mit ihm tanzen. Antonia ist nicht... wen interessiert das jetzt? Überreden, flirten, fragen, nach Wünschen. Oh, schau, er hat sich verknallt. Fähigkeitenpunkt erhalten. Ja, flirten, umgarnen, wertschätzen, bewundern. Aber er möchte mich wertschätzen. Wieso kann ich mit ihm nicht tanzen? Geschenk geben. Unbekannten Sim treffen, ja, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen suboptimal. Hier tratschen, reden über Kochkunst, reden über Spiele, reden über Interessen. Kann ich das nicht irgendwie hier so, oh, warte mal, mit Nina essen gehen? Okay, sie haben sich beide schon verknallt irgendwie. Oh, okay, die Tagesanzeige ist aber ziemlich schnell gewachsen. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das jetzt am besten noch alles in unter einen Hut bekomme, weil es wäre nämlich irgendwie zweideutige Anspielung, wertschätzen, Rückenkraulen. Irgendwas müssen wir hier noch machen, vor allem sie hat Hunger und muss bald pinkeln. So, was ist mit dir? Oh, Melissa Fuller. So, was ist mit dir? Essen, bespielen, sitzen, Nickerchen machen. So, was ist mit dir? Hunger, Chips. Okay, du isst erstmal Chips. So, was haben wir da? Interessen austauschen. So, Nina schätzen. Das ist irgendwie gerade ein bisschen doof. Küssen, flüchtig, Handkuss. Oh, passiert da was? Kasimir Tellermann. Der denkt nur über sich nach. Sehr gut. Hey, ich hätte gerne ein traumhaftes Date. Aber irgendwie, mal Handkuss.
Vorschlagen, feste Beziehung, überreden, zuspielen mit Wertschätzen. Mich. Haha. Flirten, schmeicheln. Wertschätzen, Rücken kraulen. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Oh oh. Leise wein. Hä? Du weißt doch gar nicht, wer dein Vater ist. Anrufen, Sim. Wieso heulst du? Lieferant. Wir könnten eigentlich eine Pizza bestellen, gell? Warte mal, Lieferant? Okay, dann weißt du halt, wer dein Vater ist. Footback spielen. Mechtild, nur plaudern. Okay, warte mal. Mal hier mal. Okay, nee, mal nicht weiter. Doch, mal weiter. Tu mir den Gefallen. Das ist irgendwie gerade. Ich kann nichts. Rolfi Jung. Eigentlich wäre das ein unbekannter Sim, gell? Aber dann will sie ja mit dem irgendwas weitermachen. Junge, ich muss nur eben das Bild. Oder warte mal, wir werden einfach hier das Date. Warte mal, Date beenden. Date. Stehblus? Date beenden. Wo bist du? Okay, warte mal, Antonia, hier. So, Date beenden. So. Es war wirklich nett mit dir. Okay, so, dann können wir das benutzen. Reinigen. Nee, reinigen werden wir es jetzt nicht. Geht es alles hoch? Naja, das geht nicht. Lebensmittel, chinesisches Essen? Pizza. Ich hoffe, das geht sich aus. Oh, 40 Simoleons. Okay, es geht sich aus. Deine Pizza ist unterwegs. Wunderbar. Aber wieso? Dum, 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 da. In letzter Woche ist nichts Besonderes passiert, aber die. Was? Aber diese Woche wird besser, dafür sorge ich. Ja. Warte mal, wir haben hier eh gleich eine Pizza. Mal bitte weiter. Jörg Gärtner. So, warte mal, du möchtest doch eh hier Unkraut jäten. Du machst doch eh mal alles so schön sauber, Madame. So, was ist mit dir? Oh, okay, du hast ein... Hahaha. Hast jemand eine Fremden verabschieden von allen? Bitte, danke. So, du nimmst die Pizza hier. Lieferung annehmen, bitte. So. Hey, Typi. Ich habe hier die Pizza bestellt. Toll. So, dann werden wir jetzt mal alle zusammen Pizza essen. So, essen. Essen. Recyceln. Okay, warte mal, du wirst auch was essen. Alter Falter, jetzt essen wir jetzt gemeinsam alle Pizza. So, die Kleine ist ausgeschlafen, da. Jens ist bald sehr müde. Wieso kannst du jetzt, obwohl doch, du nimmst dir eh was. Okay, du kannst dich bloß nicht mehr dazusetzen. Das ist aber nicht schlimm, weil wir unterhalten uns eh trotzdem auch hier. Und da muss ich unbedingt dieses wundervolle Bild mit Farbverlauf fertig malen und weitermalen. Das ist dringend notwendig, dass ich hier zur Kohle komme, weil noch eine Pizza können wir uns leider nicht leisten. Aber... Macht ja nichts. Okay, so. Das fertig gegessen. Die Kindies macht es viel mehr satt. Okay, warte mal, dann kannst du aufräumen. Wie? Man kann das gar nicht hier Reste wegstellen, ein Stück nehmen. Das ist ja mies. Du gehst schlafen. Ah ja, das ist sehr gut. So, jetzt möchte ich noch wissen, ob und wie viel Kohle wir für dieses Bild bekommen. So, Harntrang, Hygiene, das ist super. Das Bild ist fertig. 41 Simoleons.
Ernsthaft? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Was war das denn jetzt? Was war das? Ein Meisterwerk verkaufen. Okay. Ja, Meisterwerk war es leider nicht. So, was ist mit dir? Du müsstest eigentlich auch mal schlafen, gell? Und mit dir schlafen? Antonia ist nicht besonders gut in der Schule. Du hast auch noch Hunger. Du willst hier auch noch mal was essen? So, dann wirst du jetzt noch mal was malen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Lebensmittel bestellen, Alter. Aber wir können uns noch eine Pizza leisten. Na gut, ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin erstmal. Ciao, ciao.